und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Folge Let's Play Minecraft zusammen mit David und Lennart. Ist jetzt Kronk oder was? Nein. So, jetzt. Warum machst du dann so eine süße Begrüßung? Weil es meine neue Begrüßung ist. Echt? Hey, hey. Ja. Warum zu hohe CPU-Auslastung? Was soll das? Ach, ja, dann ist das schwul. Oh, jetzt geht's. Trotzdem leckt's. Aber egal, das ist immer so. Jetzt bei Minecraft mehr als. Ja, vielleicht bräuchte ich. Nee, aber eigentlich. Nee, aber egal. Egal. Gerade was macht's? Wobei, ja. Ich frage mich gerade, was macht's eigentlich für Sinn, dass ich mit 60 FPS aufnehme, wenn ich eh hinter keine 60 FPS habe? Aber egal. So. Ich weiß sogar nicht, was ich machen möchte. Ah, schöne Musik im Hintergrund. Ich weiß nur, dass ich die letzten Folgen. Im Nether die Plattform fertig habe. Ah, verdammt, ich wollte mir davor noch eigentlich das Video anschauen, was man noch machen muss für die Nether-Farm. Ah, habe ich vergessen. Das ist ja geil hier. Du hast dir die Dicht vielleicht nochmal angeguckt, David, ne? Nein. Schade. Ich weiß jetzt nicht mehr, was man noch alles machen muss. Im Nether. Was wir dann noch alles umbauen müssen. Das heißt, ich mache jetzt irgendetwas anderes. Boah, ich muss echt sagen. Also eigentlich wollten Tim und Dodo ja auch kommen. Ja, Tim auf jeden Fall. Ja, wir haben Tim auf jeden Fall, ja. Ja, die kommen bestimmt noch. Tim ist da? Nein. Junge, warum hört Letter ich nur jedes zweite Wort? Weiß ich nicht. Boah, ohne Spaß, ich muss mehr von solchen Klavierliedern in die Playlist packen. Ey, das passt viel besser zu Minecraft. Als die ganze Zeit mit Dubstep. So, was machen wir denn jetzt? Rathaus. Wie willst du denn eigentlich beim Rathaus jetzt machen, David? Wie meinst du? Ja, wie eine Karte, meine ich. Ja, eigentlich müssen wir das noch ausfüllen ganz, aber. Also, wir müssen diese. Das sind noch 9 Karten, die wir machen müssen. 3 Karten haben wir noch. Ja, ich mach das jetzt eh nicht. Warum ist hier schon wieder alles kaputt? Was machst du denn jetzt? Warum ist hier mal alles kaputt? Das kann sein, dass wir da auch der Creeper hochkommen, das weiß ich aber gerade nicht. Warum reparierst du es denn nicht? Ich habe glaube keine Blöcke, aber ich weiß es wirklich nicht. Scheiße. Das ist ein Chunkfehler in Lerzburg, Leute. Hä? Auf der Karte ist bei Lerzburg ein Chunkfehler bei mir. Oh, fuck. Boah, ich finde das Feeling bei Regen mit dem Shader und der Musik im Hintergrund so nice. Sieht auch schön aus. David, kommst du morgen auf? Natürlich. Morgen früh? Ja, das meine ich ja. Okay, wann ist das nochmal? 9:30 ist, müssen wir da sein. Da und sein und wann geht's los? Keine Ahnung, wir müssen halt 9:30 da sein. Ich hab Weil überlegt, wegen. Was? David, wäre es sähe mein Haus besser aus, wenn ich ein Ziegeldach hätte? Ja. Also hier Brick halt, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay. Also jetzt Brick. Ich sehe besser aus. Nee, das Dach jetzt ruhig so. Das ist das. Alter. Was? Ich sehe halt besser aus, wenn dein. Das Dach kann ruhig gleich bleiben, aber wenn du da noch aus deinen Stone Bricks Bricks machen würdest. Achso, dass der Rest meines Hauses aus Bricks ist. Und ich Dach. So wie hier, genau wie beim Rathaus. So. Ah, okay. Okay, wie viele Bricks bräuchte ich denn dann? 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was machst du, Lennart? 7 mal 8. Ich baue meinen Turm nach unten. Ich glaube, ich helfe dir jetzt. Ja! Ja! So, 56. Dann Lennart. Das war sehr effektiv. Aber ich weiß genau, dass du irgendwann gekickt wirst. Ich weiß, ich versuch's. Oh shit. Nein! Ja! 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, Freunde. 175. Bordell gesucht. Oh. So, dann hätten wir erstmal die Wände und dann brauchen wir nochmal 56. Der Axt loswerden.
dann hätten wir das da. Gibt ja einen Trick, mit dem du mit einer Elytra unendlich fliegen kannst, ohne diesen Bow, also da ohne das mit Pfeilen und. Oh, es gibt auch noch eine richtig gute Sache, die habe ich bei Spark of Phoenix gesehen, der Elytra Launcher. Der ist mega geil. Da kann man, einfach. Ja, du kannst unendlich damit fliegen, dann mit der Elytra. Ohne halt mit Bogen das zu machen. Wie mit Bogen? Wie geht das denn? Ja, ist irgendwie so ein Trick, wie du guckst einfach. Ultra chillig. Klick dir das Video. Okay. Das ist aber auf Englisch übrigens. Ja, ja, kein Problem. Ja, ich wollte nur sagen. So, wo bist du gerade unten, ne? Irgendwo. Oder? Bei dir im Turm. Ich, ja. In der Port. 37 mal 2 plus. Was hab ich denn auf meiner Spitzhacke? Oh, guck mal, das ist perfekt so direkt. Sag mal, wenn du falls Essen brauchst, ne? Ich hab ein paar. Das ist dann gleich 112. 186. Wegen hier drin, ja. 186 plus 175 sind dann gleich 336. 300. Ich habe kein Minecraft mehr gespielt, ne? 363? Glaube ich. Moment. So, jetzt Nachrichten. Ne, es kann ja gar nicht 363 sein. What the fuck? 200. 350. 361. Oh. So, gleich 361. 361 Ziegel und das sind dann insgesamt 4 Stacks. Plus 41. Geht doch. Das geht sogar. Ah, dafür brauche ich nicht mal mehr Schaufeln mit. Mit wie viel Inventarplatz ist das dann? Das Vierfache, also 16, also 18 Plätze brauche ich. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, passt. Wollte ich noch was rausführen, Leute. Und dann gehen wir nochmal Leben farmen, ein Inventar voll. So. Komm ich hier mit. Ups. Hält es bei Sequilierens. Geil. So. Ich hab gestern übrigens, gestern Abend, habe ich mir mal einen Film angeschaut. Und zwar, kennt ihr noch, habt ihr bestimmt gesehen als Kinder, wie ist es denn? Entweder das Schloss im Himmel, ich glaube, entweder das Schloss im Himmel oder das Königreich im Himmel. Ich glaube, das Schloss im Himmel. Ach, das habe ich gesehen, ja. Boah, das ist so nice, ne? Ich werde wahrscheinlich demnächst nochmal dann hier. Blablablas, wundersame Reise ins Zauberland, ey. Das sind solche Kindheitserinnerungen. Ja, genau. Guck mal, ich kann mich sogar noch dran erinnern, ja, dass ich nice. Das letzte Mal vor 4 Jahren gesehen habe. Das ist einfach Kindheitserinnerung. Das ist einfach so krass. Aber die Filme sind doch einfach schon gut. Muss ich ehrlich sagen. Das sind halt einfach Kindheitserinnerungen. So. Übrigens, bin ich momentan ein bisschen dabei, meinen Kanal so leicht aufzurüsten. Von videotechnischen her. Hi. Was gerade uns oder den Zuschauern? Beides. Ja, beides. Wollte ich gerade sagen. Also einmal werde ich mir jetzt wahrscheinlich demnächst mal hier langsam so, weil ich keinen Bock habe, mein Mikrofon irgendwie aufzuhängen, weil ich hier ja keinen Platz habe dafür, werde ich wahrscheinlich demnächst so einen kleinen Beistelltisch, also ich habe neben meinem Tisch eh noch Platz, der leer ist. Du redest gerade bei dir unten, bei dir im Zimmer, ne? Ja, genau. In meinem Zimmer werde ich dann so ein kleines Beistelltischchen hinstellen, was so groß ist wie mein Tisch. Da war ich bisher nur einmal drin und das war das erste Mal bei der ersten LAN-Party. Am Morgen danach. Da wurde mein PC entjungfert. Und da werde ich dann mein Mikrofon draufstellen, weil momentan ist es halt so, dass man extrem in Aufnahmen schon noch hört, wenn ich auf meine Tasten drücke und das ist halt extrem nervig. Ja, Junge, wir hören das auch die ganze Zeit. Ja, ich weiß, das ist halt scheiße. Aber du bist scheiße. Dadurch kann ich halt das regeln. Das wird dann, werde ich dann demnächst machen, aber natürlich werden noch viele Videos trotzdem aufgenommen mit den alten. Tschüss, Lennart.
Ich hab viele Videos gemacht, ich glaube, das ist schlecht. Junge, fang mal einen Gang runter, mach mal weniger Videos. Nee, Mann. Ich bin hier gerade dabei, jetzt ein bisschen aufzurüsten. Ja, vielleicht werde ich ein bisschen weniger machen, dafür höhere Qualität. Mehr Qualität, ja, hab ja, ich bin jetzt, schon immer ja, gesagt. Ja, nee, ich bin jetzt gerade momentan dabei, ich habe jetzt mir ein Outro erstellt. So kleines quasi. Und da werde ich, da, das werde ich dann wahrscheinlich hinter die meisten meiner Videos schneiden. Und dann habe ich noch bei den meisten Videos, ich glaube, das mache ich überall außer bei Minecraft, mache ich so ein kleines Pre-Intro, wo halt so welche lustigen Sachen sind oder so. Das habe ich jetzt bei TTT und einem kleinen Spiel gemacht, was demnächst kommen wird, in der Kategorie Fun Games. Wenn dieses Video innerhalb von 2 Tagen 100 Likes hat, drehen wir dem Julian ein Real Life Video. Also ohne Julian, aber jetzt wir. Okay, David. Ja, wird bestimmt was. Ich glaube, da bin ich zuversichtlich. Ich glaube, das wird was. Übrigens, worauf ich zurückgerannt bin, liegt nur daran, dass ich nichts zu essen habe. Und das ist schlecht. Da kann ich mir sogar gut vorstellen, dass ihr es wirklich machen würdet, aber es wird eh nicht passieren, deswegen ist es total egal. Wäre aber geil. Jetzt habe ich dann ein Outro, dann habe ich Pre-Intro und meine Mikroqualität wird ein bisschen besser und so. Die Thumbnails mache ich jetzt auch ein bisschen besser. Nicht krass, aber schon so ein bisschen mehr. Du brauchst noch ein anderes Schneideprogramm. Warum? Da hast du immer noch das. Ja, aber warum? Wofür brauchst du was anderes? Ich mag das nicht, deswegen. Nee, weil damit kann ich alles machen, was ich brauche. Hast du auch unterschiedliche Linien und alles? Klar. Sonst hätte ich niemals das Best-of schneiden können, Alter. Das ist 1 bis 1000. Ich habe auch zwischendurch war ich auf 10 verschiedenen Videospuren. Also das Best-of wollte ich halt mit meinem Videoprogramm zusammenschneiden. Und ich denke, das Best-of ist bisher mein definitiv aufwendigstes Video. Und das ist nicht schlecht geworden. Und ich denke, das passt so. Also momentan brauche ich noch nichts anderes. Das Einzige, was mein Aufnahmeprogramm nicht kann, ist Sound bearbeiten, indem ich zum Beispiel Sound irgendwie lauter mache oder so. Ich kann es leiser machen, aber nicht lauter machen. Das ist das Einzige, was ich nicht kann. Mit meinem Programm. Ja, du musst mal mehr sexuelle Inhalte bringen, dann kriegst du auch mehr Zuschauer. Lol, ficken, hehe. War das schon sexuell genug? Nee, ne? Nein. Was für sexuelle Inhalte meinst du denn, Lad? Mach mal was vor. Naja, aber alles, was ich jetzt vormachen könnte, das würde man nur sehen und nicht hören. Ja, okay, vielleicht doch. Andersrum. What the fuck? Wie will man das denn sehen? What the fuck? Ja, mit einer Webcam. Ja, habe ich hier eine Webcam? Habe ich hier eine Webcam? Ja, wird die gerade von mir aufgenommen? Nein, aber ich kann sie aufnehmen und dir schicken. Und das soll ich dann beim Video einblenden? Können wir machen? Nein, dann wird's gesperrt. Ich weiß. Nein, ich meine, du musst mal so sinnlose Thumbnails machen und so. Einfach nur so Titten-Thumbnails? Ich hätte schon überlegt, ob ich einen roten Kreis auf dem Thumbnail mache, aber habe ich nicht gemacht. Warum nicht? Weil ich es affig fand. Aber ich glaube, bei einem Thumbnail habe ich tatsächlich einen roten. Ich habe heute mein erstes Thumbnail erstellt, auf dem ich einen roten Kreis habe. Julian, sie ist ein. YouTube ist affig und primitiv geworden. Jupp, wieso? Das ist schon so. Das früher, als es noch nicht so, so extrem Mainstream war, hatte das noch einigermaßen Niveau. Aber heute geht es alles nur um Fame. Egal, ja, was man macht, um jeden richtig. Preis. Ich muss sagen, irgendwie, seitdem Waititi aufgehört hat, finde ich, ist alles so. Also, ich meine, die hatten ja schon vor fast 2 Jahren haben die aufgehört, richtig Videos aktiv hochzuladen. Aber seitdem die dann so wirklich aufgehört haben, ne? Irgendwie seitdem ist YouTube echt nur noch. Boah. Ja, das kann man auch nicht damit in Verbindung bringen. Nee, ist auch nicht. Das ist so als Zeiteinheit zu zählen. Ja, genau, als Zeiteinheit. Ab diesem Zeitpunkt. Ja. Nicht, jetzt habe ich jetzt bestimmt nicht alle YouTuber, boah, geil, wartet ihr, hört auf, jetzt ist Niveau Schluss oder so. Aber so ab diesem Zeitpunkt kann man so sagen. Ja. YouTube-Legenden sind gestorben und ganz viele komische Leute, die nur Scheiße machen, sind auch gewacht. Ich find's ja aber auch voll krass, wie es heutzutage ist, dass eigentlich auf YouTube. Okay, nein, Moment, das sprechen wir in der nächsten Folge an. Denn die Folge ist jetzt vorbei. Wenn ihr gefallen hat, lasst uns da und. Ja, und 100 Likes. Bis zur nächsten. Ne? Genau. In 2 Tagen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.